Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zum Hardware-Video. Hoppala, von meinem neuen PS5-Standfuß. Den wollen wir mal testen, weil ich habe ja einen vernünftigen Standfuß gesucht. Der ist übrigens auch kompatibel für PS5 mit Laufwerk und ohne Laufwerk. Ich habe ja vernünftig gesucht, weil das hier locker ist. Jetzt geht's mal. Nach dem letzten Mal habe ich das, wo ich die Plates gewechselt habe, habe ich beim Standfuß, beim Originalen, unten das nochmal ein bisschen hochgebogen. Weil da ist ja so ein, ja. Und habe das ein bisschen hochgebogen und habe dann halt nochmal hinten versucht, weil hinten rutscht da auch dann, ist das auch ein bisschen rausgerutscht. Die Katzen brauchten nur immer lang gehen. Hier, oder die Kleine hat hier angefasst, sie wackelt und dann kam die PlayStation hier fast runter. Jetzt endlich. Ob es jetzt an den neuen Plates liegt, damit die jetzt rutschfester sind, ich habe keine Ahnung. Jetzt sitzt es fest. Wartet mal, ich muss mal noch was holen. So, ja, bin ich auch schon wieder, dann kann es weitergehen. Also ich bin ganz erstaunt, wie fest die jetzt wirklich steht. Hätte ich mir doch gehen. Naja, haben wir neuen Standfuß. So, stellen wir das mal kurz hin. Hier. Das habe ich beim letzten Mal nämlich so ein bisschen hochgebogen und dann raufgestellt. Und es kann aber auch mit den neuen Plates zusammenhängen, dass die halt nicht so rutschig sind wie die weißen oder so. Keine Ahnung. Weil hier ist ja so ein. Hier und hier ist ja so Gummi drauf, was eigentlich rutsch sein soll. Und das hat vorher bei mir nicht funktioniert. Jetzt, naja, jetzt funktioniert es. Ganz toll. So. Machen wir mal. Müssen wir hier mal ein bisschen Platz machen. So. Baue ich nachher ab. Wo habe ich sie denn jetzt hingelegt? Biegt das nicht? Achso, ja, hier. So. Ein Teil. Was auf die rechte Seite kommt, das braucht er einfach nur. Hier ist auch so Anti-Rutsch. Ich mach mal noch mal Licht an. Ja. Hier ist so Anti-Rutsch. Ja. Das braucht er hier einfach nur mit dem dünnen Ende nach vorne. Mit dem dicken Ende nach hinten hier so einfach raufschieben. So. Das hier vorne ist auch eine Kante. Also dass ihr das vorne rauf machen könnt. So. Und dann kippen wir die PlayStation einfach mal so. Und das ist jetzt für die Version mit ohne Laufwerk. Für die Version ohne Laufwerk. Da ist es was dicker. Wegen Abstand und so. Ihr könntet hier eine Mitte rausziehen. So. Und dann habt ihr praktisch nur noch so eine Stelle hier. Und das kommt dann. Mal kurz anheben hier. Das kommt dann auf die andere Seite, da wo der Popo ist. Sitzt doch sehr fest. Gibt es in Weiß und in Schwarz. So. Könnte ich so ja die Beleuchtung noch drunter machen. Ich werde aber auch mal testen und werde die andere Beleuchtung mal hier rüber machen und so. Controller mal wegstellen. Also auf jeden Fall, es steht die jetzt fest. Also besser als mit dem Originalstandfuß, muss ich sagen. Obwohl der Original jetzt ja eigentlich fest stand. Warum auch immer.
Fingerbreit. Die Platte könnte hier auch drunter passen, also die viereckige Platte einfach drunter mache. Ja, mal gucken. Mache ich mir noch ein bisschen schön. Dann kann ich die Switch nämlich mit hier runterräumen und dann ein bisschen großzügiger auseinander machen. Dann sieht das nicht so gedrungen aus. Weil die PS4 Pro nutze ich ja sowieso nicht mehr. Nur bei manchen Spielen muss ich die PS4 Pro ja noch benutzen, aber da habe ich die dann zum Glück von meiner Tochter ja auch noch. Weil einige Spiele, keine Ahnung, da kackt die PS5 also ab. Da kannst du den Trophäen nicht mehr vergleichen, kannst du nicht synchronisieren mit dem Netzwerk und so. Ja. Warum auch immer. Aber, ja. Warte mal, ich zoome euch mal ran. Also ich bin eigentlich ganz begeistert. Ihr seht das. Wird hier hinten rangesteckt, fällt kaum auf. Wie gesagt, gibt es auch in Weiß. Schön stabil. Gefällt mir. Ich kann auch noch mal testen. Weil das würde mich jetzt auch noch interessieren. Liegt das jetzt an den neuen Panels? Oder? An was anderem. So, jetzt machen wir nochmal die Standfüße ab, die neuen. Das Licht hierher. Nehmen wir uns die Playstation. Ich biege das nochmal hoch. Weil wie gesagt, wenn du sie stehend hast, die Playstation 5, da steht die wirklich bei vielen Bomben fest. Da schraubst du ja auch mit einer Schraube hinten fest und so. Bloß beim Liegen. Da habe ich meine Probleme. So, jetzt muss ich gucken. Ja. So. Ja, wir können ja noch mal. Also jetzt ist sie, die steht jetzt definitiv besser mit dem Originalstandfuß als vorher. Aber immer noch ein bisschen wackelig, seht ihr ja. Das ist hier so ein bisschen. Da hat man dann halt mit denen hast du dann halt mehr Platz, machst du drunter, da hast du dann wirklich. Aber dann hätte ich mein Licht nicht mehr. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich das mit dem Licht noch vernünftig hinkriege. Weil ich möchte ja schon gerne mein RGB hier nicht umsonst haben. Aber da finden wir noch was. Da mache ich vielleicht umtauschen, mal gucken. Ich muss da jetzt erstmal ein bisschen rumfummeln. Wie gesagt, mit den neuen Plates scheint es jetzt geholfen zu haben, obwohl ein bisschen wackelig ist immer noch, aber die sind dann halt wirklich noch besser, weil du den wirklich links, rechts drunter stellst. Ich werde das gleich wieder ranbauen, ich werde den noch ein bisschen umbauen und ein bisschen gucken, wie ich das mache, dass es dann halt hier noch ein bisschen schicker ist. Vielleicht mache ich dann nachher noch mal ein Video. So, dann mache ich hier erstmal einen Cut. Den Standfuß findet da, also die Standfüße findet da auch unten in der Videobeschreibung, die werde ich euch verlinken. Wie gesagt, gibt es in Schwarz und in Weiß. Ich weiß nicht, ob's die auch denn noch in den neuen Farben, in diesem Cosmic Red und Blue und was es da geben wird, also von den Panels hier, ob es die denn da auch in den Farben geben wird, das kann ich euch nicht sagen. Einfach mal nachgucken. Wenn, dann verlinke ich euch das, sobald ich das sehe. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.